Ja, jetzt möchte ich eigentlich relativ schnell hier rausfinden, weil ich will mich ja jetzt nicht unbedingt so dramatisch ewig lange hier aufhalten. Weiß nicht, ob wir da runter sollen. Soll ich da mal runtergehen? Zur Not grabe ich mich einfach wieder raus, ne? Also schon klar, aber es ist natürlich angenehmer. Das heißt angenehmer, besser. Wenn wir den natürlichen Weg rausfinden, dann kann ich euch auch zeigen, so ganz stylisch, wie das dann hinter uns verschwindet. Ich irre hier noch ein bisschen umher. Ich will jetzt nicht mich sofort rausgraben, weil das ist natürlich auch wieder blöd. Ach, vielleicht geht's da oben weiter. Ja. Ah, da fällt mir gerade, wo ich hier in dieser Höhle bin, die total verzweigt ist und so, fällt mir gerade wieder ein anderer Ort ein, an den ich noch gar nicht gedacht habe, euch zu zeigen. Das machen wir dann auch wieder, wenn wir in Peterstadt sind. Das sind einige Sachen in Peterstadt. Ach, komm her. Es tut mir zwar weh, aber kommt wahrscheinlich gleich Lava geworden. So. Jetzt sind wir nämlich, ah ja, okay. Ja, dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz in den Geheimraum, um euch zu zeigen, wie das dann wirkt, wenn man dann wieder aus dem rausgeht. So, da. Aber mit Orientierung und so habe ich es nicht, muss ich gestehen. Da grabe ich mich teilweise ganz oft, ja, grabe ich mich teilweise einfach mal raus. So, da kommen wir ja her. Zack. Nichts mehr da. Und dann natürlich auch hier. Lutsch. Ja, wo war das nochmal? Irgendwie bei dem Baum, gell? Ja, hier. Weg. Ziemlich cool, finde ich. Da ist ein Schienennetz. Leider ist das nicht. Ja. Da fehlen leider die Redstone-Teile. Die sind aber hier. Ich weiß gar nicht, wo wir damit jetzt langfahren. Schneller. Ja. Das ist auch ein Portal. Ich wollte gerade Oblivion-Portal sagen. Huch. Oh nein, Minecart. Das töten wir von hier. Nein, töten wir nicht. Das könnten wir noch schaffen, das könnten wir noch schaffen, das könnten wir noch schaffen, das könnten wir noch. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist ein Spawner. Ja, Spawner sehen immer so dumm aus. Zack. So. Da war diese Schussanlage, von der ich euch erzählt habe. Leider weg. Nichts zu machen. So, und dann fliegen wir einfach mal hier ein bisschen rum. Ich muss gestehen, dass ich hier einige Gebäude nicht kenne, weil ich mich auf dieser Insel nicht sehr oft aufgehalten habe. Also nicht so oft wie auf den anderen Inseln. Das scheint mir hier irgendeine Farmanlage zu sein. Auch kein Spawner. Ja, ich kann mich erinnern, dass einer von den Leuten hier auf diesem Kontinent. Button für Erntemaschine. Wo ist dieser Button? Ah, da ist er doch. Das ist aber praktisch. Die haben immer solche total technischen Sachen gebaut. Cool. Tun wir das hier mal einfach rein. Es wird schon wieder Nacht. Ich will das eigentlich alles bei Tag machen, weil man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, so, oh, nachts wirkt das doch viel besser und so. Aber, oh, hier ist ja auch ein Festnis. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, man sieht die Sachen einfach tagsüber besser. Wir haben nicht unbedingt so drauf geachtet, dass das nachts so toll wird. Pyramide. Weiß gar nicht, wie wir da reinkommen. Vielleicht gibt's auf der anderen Seite einen Eingang. Ah, hier ist der Eingang. Türe und Leiter. Brauchen wir nicht. Creative. Ja, sieht sehr unfertig aus, muss ich sagen. Ah, da unten geht's zum Himmel. Aber das sieht noch toll aus. Da fahre ich jetzt mal kurz nach. Wo
Prüfstelle. Okay, so ein Tor ist das. Vielleicht ist es doch ganz schön. Oh, was sehen wir denn da? Das ist natürlich die Dreckburg. Ich glaube, die haben die hauptsächlich aus Dreck gebaut, weil die nicht unbedingt so viele Rohstoffe von anderen Sachen hatten. Aber nein, das ist hier nicht der Eingang. Aber da kann man durch. Wo kommen wir denn hier raus? Einfach hier an der Seite, okay. Hier ist der Eingang. Die haben das einfach nur aus Dreck gebaut, weil die anscheinend nichts anderes materialsmäßig so viel hatten. Ich glaube, die wollten das sogar dann nochmal bauen in Cobblestone, aber ihr könnt euch denken, was das für ein Aufwand ist, dieses ganze Zeug aus Dreck hier in Cobblestone nochmal zu bauen. Okay. Castello in Vierno, ja, keine Ahnung. Einmal klicken reicht. Eine Zugbrücke. Na, das ist anscheinend der andere Schalter. Sollte ich vielleicht mal Monster einschalten? Huh. Dann hole ich mir aber auch ein Diamantschwert. Und ein Bögelein, die ganzen Minecarts hier in meinem Inventar sind ja sowieso unnütz. Okay, wir klappern das jetzt einfach mal ab. Soll ich ja auch nicht unbedingt so viel vorenthalten. Dafür ist ja diese Let's Show-Reihe auch da und nicht, es ist ja nicht nur eine Folge, sondern es soll ja eine ganze Staffel werden. Okay, es ist einfach nur ein Turm. Ich nehme an, dass die anderen Türme auch so aufgebaut sind. Deshalb gehe ich jetzt nur noch in die Häuser rein. Und dann natürlich noch in diesen Mittelturm. Und natürlich noch in dieses Teil. Murmas Hütte. Was hatte denn der gute Murma? Einiges an Redstone. Okay, so viel auch nicht, aber... Hier ein leeres Haus. Ah, hier geht's runter. Wahrscheinlich eine Mine oder sowas, nehme ich an. Ja, es ist wahrscheinlich eine Mine. Hier gibt's wahrscheinlich wieder nicht so viel zu sehen. Ah! Jetzt weiß ich, wo wir hier rausgekommen sind. Tja. Diese Stelle. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum da so ein Hügelchen ist, das so total nicht in die Landschaft reinpasst. Das mache ich einfach mal ohne Kommentar. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich pack da mal eine Fackel rein. Klatsch. Oh, auf Eis geht es anscheinend nicht. Wir sind... Das ist nicht nur einfach Obsidian, das sind alles Portale. Lennart und ich haben in einem Wahn Portale immer kaputt gemacht und sind dann in den Nether und sind dann wieder zurückgekommen und dann hier rausgekommen. Und dann irgendwann waren dann hier sehr viele Portale und dann kam plötzlich Roma, der natürlich hier auch mitgebaut hatte, oh, unser erster Creeper, und hat dann gesagt, no? Beziehungsweise hat er nicht no gesagt, sondern nein. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade no gesagt habe. Stirb, Creeper! Ich muss kurz diesen Creeper töten, dann rede ich wieder. So. Und dann war eigentlich abgemacht von ihm aus, also wir hatten da überhaupt nicht mitgeredet, bei dieser Abmachung, dass wir all diese Portale verschwinden lassen. Fanden wir nicht so toll, weil Obsidian zu klöppeln, wisst ihr wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, wenn ihr Minecraft spielt, dauert dann doch so seine Zeit und wir haben ja nicht auf diesem Server gecheatet, muss ich dann doch zum, glaube ich, dritten Mal sagen. Und dann haben wir uns einfach gesagt, scheißen wir drauf und haben das ganze Teil eingemauert. Was heißt das? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Ich mach mal ganz kurz hier so ein bisschen Sound leiser. Frage ich mich, warum hier gar keine Musik ertönt. Schade. Eventuell muss ich da noch was drüber mixen, aber wollte ich eigentlich gar nicht. Ein Thron. Oh, und eine Treppe. Hier sind wieder ein paar Nachrichten. Nachrichten wahrscheinlich deshalb, weil die nicht unbedingt zur gleichen Zeit on waren. Und da gehen wir auch dann schon gleich hoch. In dieses Häusle. Kornspeicher. Ich nehme...
ganz naiv mal an, dass da Korn drin ist. Na! Ja. Das war naiv. Okay, das ist kein Korn. Ja. Ist kein Korn, ich wollte mich nochmal vergewissern, ja. Schachbrettmuster? Wo kommen wir denn hier? Na, sieht man nicht so viel aus diesem... durch dieses Fenster natürlich. Und da gehen wir wieder nach draußen. Und betrachten mal diesen Turm hier aus Dreck, Erde, was auch immer. Das Gras hat sich anscheinend hier bereits hochgearbeitet. Dauert ja immer so lange, bis hier Gras oben ist. Und hier ist natürlich kein Gras, weil hier alles zugeschneit ist. Oh, und dann geht's dann noch weiter. Können wir von dieser Stelle gleich mal weiterfliegen. Da waren wir ja schon. Das Haus habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so interessant, bis auf diesen komischen Dreckkugelklotz. Ich kann mir vorstellen, dass das auch zum Spawn gedacht war oder einen anderen Grund hatte oder einfach war jemand zu faul, das ganze Teil Dreck zu bauen. Ja. Also jetzt hier noch so ein paar Gebäude, die ich nicht so gut kenne. Ich glaube, das ist von Anna, oder? Ja. Hier sind noch so ein paar Felder. Fliege ich einfach mal ganz ästhetisch drüber. Und über diesen kleinen, natürlich nicht angelegten Birkenwald. Ach ja, moderne Kunst. Das ist natürlich ein Turm. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich begehbar ist. Ich glaube, das Teil ist einfach nur aus Lava gebaut. Ja, das ist so ein Trichterdingens. Ich gehe jetzt da nicht überall rein, weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich zu Peter. Problem ist, ich weiß gar nicht, wo Peters Stadt ist. Deshalb mache ich mir dieses Teil jetzt hier zunutze. Jetzt wahrscheinlich ist es total hässlich, ich weiß. Aber ich will hier die Richtung finden, in die ich fliegen muss. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Ah, richtige Richtung. Oder ist das richtige Richtung? Nein, es ist nicht die richtige Richtung. Doch, es ist die richtige Richtung. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, es ist die richtige Richtung. Ja, es war die richtige Richtung. Dieses kleine Teil da mit Lava und so, das ist übrigens von mir. Das, was ihr hier seht, das war ganz, ganz früh schon auf dieser Insel. Hat Peter sich einen kleinen Swimmingpool gebaut. Mit Leiter, glaube ich sogar. Ja. Und wenn ich jetzt hier springe, natürlich, das Eis ist hier wieder, wie der Engländer sagen würde, Ort. Hier gibt's auch einen Geheimraum, der ist leider schon geöffnet. Schade. Tja, kann man nichts machen. Sinnhaftigkeit. Weil das was... Okay. Ich weiß, was das ist. Das ist einer der ersten Geheimsachen, glaube ich, die Peter gebaut hat. Ganz simpel. Hier drüber laufen und dann in die Lava landen. Und dann ist man natürlich tot. Ich will euch zeigen, wie man das sonst macht. Über diesen super tollen Geheimweg, den er mir gezeigt hatte, hat er natürlich ziemlich viel Wert. Und wenn ich jetzt hier durchflutsche, bin ich auch gleich wieder in Peters Stadt. Tja, da ist jetzt ein Eisblock, wo hier ein Wasserteil war, das diesen geheimen Raum verdeckt hat. Was ist das denn? Naja, Peter und seine Monster fallen. Da gehe ich jetzt mal so durch. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich habe. Okay. Ich glaube, diese Bugs oder Lags oder was das hier ist,
Die treten immer dann auf, wenn Fraps irgendwie so eine Aufnahme gespeichert hat. Oh, so ein komisches Lava-Viech. Mhm. Moderne Kunst. Bäume. Und der Spawner. So, jetzt überlege ich gerade, was ich euch noch bei Peter zeigen wollte. Ah, jetzt fällt es mir wieder an. Hier sind Spawner. Zeige ich mal ganz, ganz kurz. Ganz simple Spawner. Weil Peter hat es mit den Dimensionen ein bisschen übertrieben. Aber das war hier mehrstöckig alles sehr extrem. Weil wenn man so viel Zeit hat, dann geht das natürlich. Ah, schön. Oh, ich hasse Wasser. Und durch. Ha! Himmel. Ja. Gehe ich jetzt mal in dieses Teil da rein.